So, da bin ich wieder. Wir sind beim Polo. Der soll mal langsam fertig werden. Ich kann nicht hier tonnenweise Autos anstapeln. Irgendwann muss mal eins davon fertig werden. Der ist soweit fertig. Das Flexrohr ist da. Mal gucken, ob ich das jetzt gerade hier sehe. Da ist es. Das neue Flexrohr ist da. Ja, nagelneu. Das kriegt er. So, das Problem war ja, ne, durch den unsachgemäßen Einbau bzw. das komplette Ignorieren des Ölwechsels und so weiter, ist diese Kappe hier, die ist ja jetzt neu, also beziehungsweise die ganze Kartusche ist ja neu, hatte ich bestellt. Ja, ah, das flackert. Mist. Jetzt besser? Ja. LED-Licht ist manchmal echt witzig. Nicht witzig, meine ich. So, und zwar war das hier auf der Unterseite, beziehungsweise irgendwo hier drin war der Gummiring gerissen und die Lichtmaschine wurde regelmäßig gebadet in Öl. Das mögen die im Allgemeinen nicht so wirklich gut gerne. Ich habe jetzt gerade mal hier so eine kleine Messstrecke aufgebaut mit meinem Voltmeter. So, gucken, ob ich den hier irgendwo fixiert kriege. Natürlich nicht. Hier vielleicht. Na, okay. Ich hatte mir das Voltmeter hier oben reingesetzt. Und die Lichtmaschine lädt nicht. Und das, was hier noch in der Batterie vorhanden ist, ist auch nicht so witzig. Die ist eigentlich neu. Aber ja, das Problem ist, die ist in Öl gebadet worden. Und die ist wohl offensichtlich gestorben. Um eine neue zu bestellen, muss ich erstmal wissen, welche hier drin ist. Weil der hier ist so ein Übergangsmodell zwischen 2001 und 2002, glaube ich. Oder ich habe es komplett falsch verstanden im Internet. Ich habe recherchiert, welche Lichtmaschine hier eigentlich reingehört. Generator auch genannt, ja. Ja. Ich kriege auf jeden Fall keinen Ladestrom. Bei gewissen Drehzahlen lädt er dann wieder und dann wieder nicht. So, jetzt muss ich erstmal den Kollegen hier unten entspannen. Der hier spannt den Keilriemen, beziehungsweise den Flachriemen. Den muss ich entspannen. Dann muss ich den Flachriemen runternehmen. Und dann sehen wir weiter. Okay, das werde ich mal starten und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war er schon. So, falls das jemand selber machen möchte, ich lese mal kurz ab. Torx 50 zum Entspannen. Wie gesagt, weiß nicht jeder alles. Wenn man sich austauscht, ist das alles viel einfacher. Den Riemen nehmen wir mal komplett raus. Den gucke ich mir mal an, weil da auch der mag kein Öl. Scheint aber insgesamt gesehen. Nein, ist nicht rissig. Der wird es überlebt haben. Okay. Den legen wir mal vorne schön hier hin. So. Die Lichtmaschinenschraube ist natürlich genau hinter dem Keilriemenspanner. Wie sieht der aus? Ne, hat noch kein Spiel, nix. Das ist gut. Ja. Ich glaube, ich baue das Ding einfach aus. Ist vielleicht einfacher. Bis gleich. Ja, dass der Kollege nicht so einfach nachgibt, ist nachvollziehbar. So, gibt es irgendwo hier eine Blockiereinrichtung? Natürlich nicht. Tja. Die wird gereinigt. Lager ist in Ordnung. Macht keine Geräusche. Wie man hört, hört man nichts. Bleibt da liegen. So, jetzt sehen wir die komplette
Lichtmaschine, auch genannt Generator. Okay. Wie gesagt, man muss sich bei jedem Auto irgendwie reintasten. Das geht aber jedem so. Ne? Ich habe bei Opel gelernt, viel an Mercedes geschraubt, durch meinen Vater. Auf Mercedes gekommen, mehr oder weniger. Aber letztendlich kann man sich nicht fixieren. Jedes Fahrzeug hat so seine Besonderheiten. Jeder hat eine andere Technik. Es gibt ja auch manche Leute, die quasi Markenrassismus betreiben. Keine französischen Autos, keine englischen Autos, keine dies, keine das. Ja, kann man machen. Aber ne, repariert werden müssen die Dinger trotzdem. Und wenn ein Kunde ist, der ein Problem hat, so, bevor wir das jetzt machen, machen wir einfach die Batterie runter. Am Ende ist der Kunde da und braucht Hilfe. Ja. Da kann ich dir nicht sagen, pass mal auf, geh mal woanders hin. Ich habe gerade gar keinen Bock auf dich. Oder auf dein französisches Auto. Englisches Auto oder weiß der Teufel. Alle möglichen Typen, die am Auto schrauben und dann irgendwie sagen, nee, mach ich nicht. Ja. Dann lass das mit dem Autoschrauben lieber sein. Das haben wir so runter. Der VW-Stecker, der nervige. Jetzt haben wir hier eine Kappe. Dahinter verbirgt sich noch eine Schraube, wo die Schrauben gehält sind. Da. Jetzt bauen wir das Ding da vorne schön runter. So. Hier aus festziehen. Nehmen. Kappe ist runter. So, das könnte ein 13er sein. Wird wohl auch ein 13er sein. Okay, 13er. Oh, hier, da. Ich nenne das bewusst Markenrassismus, weil uns nicht darüber unterhalten, was mit Opel passiert ist. Leute, die ihre Autos nicht gepflegt haben, natürlich hatten die auch Qualitätsmängel. Klar. VW hatte das, Mercedes hatte das. Jeder hatte so seine Qualitätsmängel, als es darum ging, den Rotstift anzusetzen. Und Lopez, einigen Begriff, nachdem er Opel fast ruiniert hat, ist er zu VW rübergegangen, hat den Golf 3 versaut. Gott sei Dank hat er die Technik so eigenermaßen in Ruhe gelassen. Sodass die ersten TDIs absolute legendäre Langläufer sind. Und da ist sie unten rausgefallen. Ist das nicht schön? So. Da ist sie. Ja. Ja, hier sieht man auch, wie das Öl unten rausgelaufen ist. Und ja, glaube ich, werde sie mal aufmachen. Moment. Jetzt zeige ich euch das mal. Man sieht's, ne? Da ist ein Tonnen von Öl durchgegangen. Ich schaue mir den Regler mal an. Da hole ich euch später nochmal dazu. Das ist hinter dieser Plastikabdeckung verborgen. Ja, also ich persönlich wäre ich eine Lichtmaschine, hätte ich jetzt auch keine Lust mehr. Wenn wir mal gucken, dass ich den Regler rauskriege. Das sind hier 8er Schrauben. 7er? 7er. Und letztendlich geht es um die Kohlen. Da kann so viel Öl drin sein, wie es will. Am Ende müssen die Kontakt haben. Ja, so sieht auch eure Lichtmaschine letztendlich aus. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Aber so sehen die aus. Und dieses Kohlenpaket. Haben sie auch alle im Regler.
ich da rauskriegen ohne. Oh ja. Gesehen? Ja, so kann das nicht funktionieren. Das Öl hat sich mit dem Kupfer zusammengetan und hat eine riesige Pampe gebildet. Ich glaube, ich kann die Lichtmaschine retten. Jetzt hier auf dem Schraubstock sozusagen einmal reinigen. Und dann könnte das wieder funktionieren. Dass die keine Kontakt bekommt, ist mir auch klar. Okay, ich sag mal bis gleich. Ich hole mal ein paar Sachen zum Reinigen. So, als allererstes werden wir mal die große Keule schwingen. Sprich Bremsenreiniger. Alter Schwede. Ein kleines Ölleck. Na okay, so klein war es nicht. Naja, das Öl rutscht natürlich auf der Welle raus. Und kontaminiert hier alles. Bleh. Vielleicht brauche ich doch keine neue. Ja. Auch das, wie gesagt, ist Nachhaltigkeit. Ne? Einfach mal nachschauen, warum funktioniert dieses Bauteil eigentlich nicht. Ja. Austauschen kann jeder, das ist Mechatronikerarbeit. Staatlich geprüfte Teiletauscher. Ja. Ja, sehe ich sonst noch irgendwas? Da unten vielleicht noch? Ja, die Suppe, die da rausläuft, muss ich nicht erklären, ne? Das ist brutal. So, jetzt habe ich hier Elektronikspray. Wollte ich eigentlich benutzen, brauche ich aber, glaube ich, gar nicht. Ich hoffe, dieser Faden ist nichts Elektronisches. Ne, ist nur Schmutz. Ja. Also, er hat gar nicht mehr gearbeitet, ne? Das waren noch nicht mal mehr 11 Volt. Jetzt schauen wir uns den Regler mal an. Ja, dass hier nichts mehr passiert, ist klar, oder? Ja. Ja, es gibt verschiedene Lichtmaschinen, es gibt verschiedene Generatoren, so heißen die ja eigentlich, verdammt. Und es gibt vor allen Dingen verschiedene Regler. Mein Teileprogramm war jetzt sehr hilfreich, muss ich sagen. Und zwar hat mir dieses verraten, dass der VW Lupo oder auch der baugleiche Seat Arosa die gleichen Regler drin hat. Diesen hier. Die Kohlen sehen gut aus. Deswegen werde ich mich jetzt mitten in der Nacht nochmal dran setzen. Sowas lässt mir keine Ruhe. Und das mal eben einbauen. Ja. Das ist das Praktische, wenn man alles um die Ecke stehen hat. Okay. Ich baue mal. So, der neue Regler ist drin. Sehr praktisch. Ja, egal. Fangen wir anders an. So. Da drauf laufen die Kohlen. Hier sieht man die Kohlen. Das wird mit Schmirgeleien. Ich mache es mit 1000er Papier. Werden die sauber gemacht. Da sie sich drehen, braucht man im Grunde genommen nur das Papier festhalten. Ja. Die Abdeckung für den Kohlenhalter, den kann man abnehmen. Sonst kriegt man die Kollegen da nicht eingefädelt. So. Jetzt ist das wieder geschützt. Perfekt. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das Ding hier noch Strom liefert und ob es wirklich am Regler lag. Die Kohlen hier drin sehen sehr gut aus, da das Ding kann damit noch, was weiß ich, jahrelang fahren. Finde ich immer gut, ne? Wenn man Fahrzeuge schlachtet. Ja, man kann das alles ins Netz setzen, aber das Schlachten von Fahrzeugen bringt seit Jahrzehnten, ach Quatsch, ja, seit gut 10 Jahren bringt das im Grunde genommen überhaupt kein Geld. Jetzt heißt ja immer so von wegen, ja, in Teilen ist ein Auto mehr wert. Nee, das ist, mittlerweile ist das Quatsch. Das funktioniert nicht mehr. Das war mal. Ja. So wie ich das hier sehe,
habe ich alles ganz vernünftig gereinigt gekriegt. Der Regler sieht ein bisschen anders aus als der andere. Hier scheint so ein paar Sachen scheinen anders gekommen zu sein. So müsste der sitzen, ja. Aber der Anschluss ist gleich. Ja. Es passt. Und am Ende zählt, ob da Strom rauskommt. Und das werden wir gleich sehen. So, wie man jetzt schön sehen kann, das Voltmeter ist angeschlossen. Okay, ich habe gewonnen. Mit dem neuen Regler wird geladen. Und siehe da, keine Aussetzer mehr. Schick. Ja. Ja, gelegentlich hat man einfach ein Brett vorm Kopf. Der Blick in die in das Teileprogramm hat jetzt mehr oder weniger eine Initialzündung gegeben. Das ist wie gesagt schon mitten in der Nacht. Ist immer sehr praktisch, wenn das gerade alles um die Ecke steht. Oh, mal Licht anmachen. Das ist der gleiche Generator. Der Regler war kaputt. Ja. Mit dem Regler geht es da schon viel besser. Finde ich gut. Ja, das ist so eine Geschichte, die sollte man auf so einer Schrottplatztour gelegentlich mal im Auge behalten. Vorher das Teileprogramm befragen. Ich meine, in diesem Fall ist der Regler in einem sehr guten Zustand, wie man hier sieht. Läuft einwandfrei. Aber gelegentlich so ein paar Teile wie Zündspulen. Manchmal kann man die Autos noch ausprobieren, ob sie laufen. Zündspulen, Generatoren, Anlasser. Ich habe eine ganze Garnitur von Generatoren, Anlasser und weiß der Geier, was nicht alles für Lupo, Arosa und für Land Rover. Habe ich immer da. Ne? Nimmt nicht viel Platz weg, das ist ein Regal bei mir. Auch immer ganz wichtig hier Drosselklappen. Habe ich auch tonnenweise da. Ne, klingt gut. Klappert nicht. Und lädt. Wieder ein Stück näher auf dem Weg zum TÜV. So, ab zum nächsten Projekt. Mal sehen, wann das sein wird. Wahrscheinlich ist es dann schon hell. Das musste ich jetzt noch tun. Bis dann.